Ja, mein Felix, das ist jetzt Teil 2. Davor sind wir einmal rundherum ums Castro gelaufen, haben euch den schönen Ausblick gezeigt, wie es hoch und runter geht. Und jetzt sind wir an einem anderen Takt, also nicht wundern, dass ich eine andere Klamotte, die Tanja auch anhat. Das ist Teil 2. Wir gehen da jetzt mal rein und haben übrigens 4 Euro pro Person bezahlt, also passt schon vom Preis. Hui, na das ist doch mal was. Wow, das ist ja riesig. Ja, hier war es, da war die Leinwand. Und hier, genau. Also hier sind wir gerade reingekommen, hier kommt ihr dann rein. Und im Castro gibt es noch eine innere Festung. Wow, nicht schlecht, also das Ding ist hier echt riesig. Von außen, ja, es ist auch groß, aber von innen ist noch mal was ganz was anderes. Ja, friss mal schön die Schlange hier auf. Apropos Schlange, blende ich mal was ein. Haben wir eben gerade auf dem Weg hier. Wurde eine plattgewalzt von einem LKW. Kein schöner Anblick, aber ich zeige es euch trotzdem. Hier geht es jetzt die Treppe hoch. Und da gehen wir jetzt rein. Und ja, ich passe mal auf, dass ich hier nicht auf die Nase fliege. Also hier, wie gesagt, geht die Treppe hoch. Da nochmal zum Feuer. Ein Olivenbaum. Also, es gibt auch ein bisschen Grün hier in der Innenanlage. Und da oben transportieren sie irgendwas hoch. Also da geht es auch hoch. Schauen wir mal. Weiter geht's. So, jetzt geht's hier die Holzarmatur hier hoch. Ah, da waren wir auch. Haben wir es euch gezeigt. Das, ich merke mich, dass die... Ah, der Kreis, okay. So, jetzt geht's hier rein. Ich habe den Herrn nur gesagt, dass die Tanja die Dings hat. Die, die Tickets, mein Gott. Also, ist aber schön hier. Ja, das ist Griechisch, damit könnt ihr nicht viel anfangen, aber hier ist Englisch. Ja, wow. Das ist also echt beeindruckend. Okay, hier darf ich nicht weiter. Hier ist Absperrdings. Aber soweit es geht, nicht weiter. Cool. Hier sind wir noch weiter im Inneren, jetzt also der Festung. Ja, die Jungs da oben sind am Werkeln. Ja, da kann man hoch. Da sind Menschen. Und das sieht cool aus. Oh, da, also ich habe es gerade Tanja gesagt. Also hier hätte man locker mal Game of Thrones drehen können. Also die Kulisse gibt das her. Und ja, beeindruckend. Also die 4 Euro haben sich mal definitiv gelohnt. Ist leider gesperrt. Die hier. Und da geht's auch noch mal rein. Wow. Aber leider ist hier ein Absperrband. Ja, okay, kann ich verstehen, weil die Treppe ist hier nicht komplett. Da seht ihr es. Also da kann man sich schon mal ein Beinchen brechen. Ich würde das machen. Eigenes Risiko, aber ohne Probleme nicht. Ich gehe hoch. Was wir hier auch haben, ist ein Aprikosenbaum und ja, Tanja war mal wieder so frei und hat sich schon mal... Ich habe mich schon mal bedient, ohne natürlich sicherzustellen, dass die gespritzt sind oder sonst was. Ich habe zu Terry gesagt, das ist so natürlich wie nur irgendwas. Das haben die Griechen gar nicht nötig zu spritzen. Die haben nämlich die allerbesten Klimavoraussetzungen hier. Also die habe ich gerade schon probiert. Schmecken so lecker.
Nicht matschig, sondern richtig schön hart, aber auch nicht zu hart und so süß. Herrlich. Könnte ich gerade mit nach Hause nehmen. Keine Ahnung. So, wir sind jetzt im Museum. Gut, wir sind in Griechenland, müssen jetzt nicht so leise sein hier, aber. Wow, oh, Kreuzritter hier. Wow, das ist auch cool. Ja, gut, die Franken haben ja auch eine. Hier ist die. Das war dein Wappen? Ja. Ja, das könnt ihr dann lesen, wenn ihr wollt. Ja, wie ein schöner Ornament. Gut, die darf man nicht anfassen. Das mache ich ja nicht, sonst haben wir bald hier nur noch alles weiß. Oder besser gesagt beige. Ist ja noch schön, dass da noch was übrig geblieben ist von der Farbe. Oh, da, das war mein Ritter. Wow, ich bin ja ein riesengroßer Game of Thrones Fan. Und deshalb interessiert mich diese Kultur auch mega. Alte Münzen. Die haben sie selbst gemacht. Münzen. Mein Schatz. Mein Schatz. 1205. Das ist ein bisschen her. Ja. Und ein Joffrey war auch hier. Joffrey. Von den Targaryens. Ja. Nee, Joffrey war von den, nicht Targaryens, nicht House of Stark, von den anderen. Mit den Zwillingen. Naja, gut, ich, Game of Freaks, sorry, aber es geht jetzt um Game of Thrones, habe ich jetzt vergessen wieder. Das war aber die Familie schlechthin, die alles beherrscht hat. Lannister, so jetzt habe ich's. Das Haus der Lannisters. Ah, hier sehen wir. Ein Bogen, ein Brückenbogen oder Turmbogen. Da sieht immer das Kastel von oben. Wieder Münzen. So, jetzt haben wir hier, das sieht mir eher griechisch aus, aber nee, es ist keltisch, also es ist Nürnberg. Aus Franken. Also nichts gegen die Franken, ich grüße alle Franken da draußen. Also ihr habt hier was richtig Tolles erbaut, eure Vorfahren. Und das auch, oh, ja, das ist Game of Thrones. Dann. Guck, das sieht aus wie bei Game of Thrones, jetzt hätten sie es da. Ja, ich muss mal mit den Produzenten sprechen. Da auch ein Sockel. Ja, da was. Ja. Oh, das ist ein Auge. Ja, das ist ein Auge. Cool. Das war's mit dem Inneren. Weiter geht's. Jetzt sind wir raus und ja, war sehr beeindruckend, was wir da gesehen haben. Und jetzt laufen wir und schauen wir mal, wo es hier hochgeht, weil ich möchte an die Festungsmauern. Und ja, ihr müsst mich entschuldigen, aber ich muss manchmal runter gucken, weil es ist hier steinig. Und ja, wir wollen ja nicht, dass der Perry auf die Nase fliegt. Und, ja, die Tanja bedient sich mal wieder an dem Baum da hinten. Die futterte alles weg. Tja, die hat Hunger, die hat ja heute nichts gegessen, stimmt ja. Ja, ich habe ihr gesagt, sie soll vorher was essen. Wollte sie ja nicht. Also, tja, da muss man sich halt so bedienen. Dann. Oh, hier wird gewerkelt. So, das zeige ich euch jetzt auch mal. Sekunde. Da ist die Baustelle. Also die pflegen und hegen das hier. Und kohegen. Genau, was es heißt. Ja, hier jedenfalls
da, der guckt da wirklich, dass er alles richtig macht. Muss er auch. Das ist europäische Geschichte hier. Das haben aber nicht die Griechen erschaffen. Das waren die Franken. Also beeindruckend. Wunderschön auch. Hier geht es jetzt auch nochmal rein in die Burg. Wir sind immer noch im Erdgeschoss. Das habe ich jetzt gerade eben gefunden, als ich an der Baustelle bzw. die Tanja mal gerufen habe. Sie soll jetzt mal von dem Baum da losbrechen. Ja, hier geht es noch. Hier geht es auf die Treppe hoch. Kann man von oben alles sehen. Ich versuche nicht so schnell zu sein. Ja, da hinten. Was haben wir da? Ah, da haben wir die Festung. Ich hatte noch meine Sonnenbrille. Ist da irgendwas mit dem Kran drin? Also das ist die Festung von oben. Nochmal. Ja, cool. Ich schau mal, ob ich... Naja, noch nicht. Ich verrate noch nichts. Also das ist die Festung von oben. Hier ist eine riesengroße Fotografie. Ja, und hier kann man sich hinsetzen als Besucher. Boah, also die Atmo ist hier mega. Und es ist richtig schön. Also angenehm von den Temperaturen. Wir haben jetzt aktuell 30 Grad. Ja, ich gehe mal von oben, schaue mir das Schauspiel an. Ich gehe jetzt mal die Treppen hoch. So. Fest habe ich noch. Ja, wunderbar hier. Hier können wir mal rausgucken. Ja, da haben wir die Tanja. Wink mal. Also ich bin jetzt so ungefähr, ich denke mal so 5 Meter über dem Boden. Da hinten merken die Jungs, die Restaurateure. Oh, da würde ich am liebsten drauf. Da geht es ein bisschen runter, das ist aber wurscht. Oh. Das wäre bestimmt die Mädchen, das ist auch so weg da. Oh, ich hoffe, ihr seht es. Das ist wunderschön. So, ich gehe nochmal da hinten hin. Schade, dass man da keinen Zugang gemacht hat. Also hier konnte man sich früher hinsetzen und einen schönen Ausblick genießen. Ja, mega schön hier. Also ich komme aus dem Schwärm nicht mal raus, tut mir leid, aber so ist das nun mal. Und so bin ich halt. Müsst ihr mit klarkommen, Tipperfreaks. Ja, da waren wir gerade eben. Das hier auch einmal von draußen. Nee, hier war ich, noch nicht drin. Macht aber nichts. Und ja, mega beeindruckend. Ich gehe jetzt mal zur Tanja. Die steht da. Wir gehen jetzt die Treppe hoch. Ihr seht es hier. Das sind noch richtig hohe Treppenstufen. Aber ich nehme die 2-2. Ist mir wurscht. So, Tanja ist schon vorgegangen. Wie geht's dann? Die Tür hier rein. Ja, super. Die ist schon da oben. Ist schon am Schnaufen. Und die hat doch früher alle kleiner als wir. Die kam denn in die Treppe. Ja, jetzt schimpft sie auch noch. Und hier sind aber ohne Ebene Treppen. Also klar. Das Ding, also die Festung, die steht hier seit 1200. So. Ja, da geht's noch ein Stückchen hoch. So. Hoppala. Hoppala. Boah, ich muss schon fast klettern hier. Jo. Wow. Das ist meine Aussicht, Leute. Uiuiui. Ja, wissen wir, warum sie das hier als ihren Ausguckkorn haben. So, jetzt sieht es auch gleich. Ja, hier kann man richtig schön. Ja, wollo. Und da ist die Burg, da sind wir reingekommen. Nee, was seh ich da? Doch, da sind wir reingekommen. Da. Da sind wir reingekommen. Sakinthos, das alles ist Sakinthos. Da drüben, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Bravo, ihr lieben Franken. So.
sowas erbaut habt, Griechenland ist wirklich, wirklich breit. Auch andere Länder haben Hochkulturen gehabt, nicht nur die Griechen, sondern auch die Franken, die Preußen. Alle Kulturen haben irgendwas Tolles erschaffen. Also der Mensch an sich, die Menschheit. Ja, ich weiß, jetzt wird es ein bisschen sehr pathetisch, aber ist mir egal. An so einem Ort wie dem hier wird man einfach ja, nachdenklich und ja, ist man stolz auf die Menschheit. Und dann fragt man sich, wieso es Kriege gibt auf der Welt und andere schlimme Dinge, wenn man dann sieht, was Menschen da bauen. Aber man darf nicht vergessen, das ist eine Festung. Also von daher, hier gab es auch den einen oder anderen Toten. Das ist dann wieder ironisch, dass man ja sowas dann braucht. Genau. Also ich würde sagen, das war es jetzt auch mit dem Video hier. Alles andere sollt ihr bitte selber. Ich werde natürlich alles unten verlinken, wo das genau hier ist. Kriegt ihr die Location angezeigt und so alles, damit ihr das hier auch besuchen könnt. Das Castro Clemuzzi heißt es ganz genau und ist ein Besuch wert, wie gesagt, für eure Kosten. Das hat mir ja anfangs schon gesagt, das ist der zweite Teil, also nicht wundern, wie gesagt, nochmal wegen der Klamotte, nochmals erwähnen. Das werde ich auch demnächst aber abständig alles doppelt und dreifach zu erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch kein anderes Video mehr von uns verpasst. Wir werden immer regelmäßiger Videos hochladen, wir sind ja noch lang genug in Griechenland. Und deswegen würde ich euch bitten, bleibt dran und ja, bleibt uns treu. Bis dann, eure Camperfreaks.